Ja, ist wieder mal soweit. Ich weiß nicht, ich suche mir mein schönste Wetter aus zum Wandern, es ist egal. Es ist jetzt 6.30 Uhr, um 8 Uhr soll es aufhören zum Schneiden. Schauen wir mal. Ich stehe da in der Aflenzer Bürgeralm auf ca. 900 Höhenmeter. Jetzt gehen wir mal auf die Bürgeralm, das sind 1555 Höhenmeter, der Rahnstein. Den machen wir jetzt einmal fix. Dann werden wir die Windkrone noch mitmachen mit 1800 Höhenmeter circa. Und das Ziel wäre ja eigentlich der Höchstein hinten auf 1741. Schauen wir mal, wenn es jetzt nicht zufällig irgendwie aufreißen sollte oder so, dann bin ich schon gespannt, wie das da oben wird. Schließlich ist es das Hochschwabgebiet und es ist sehr dichter Nebel, wenn Nebel da ist. Na, let's go! Dass ich mich mit der Aussicht verzettelt habe, zahlt glaube ich nicht, gell? Nee. Hochschwab sieht man leider nicht. Bin jetzt kurz vor der Bürgeralm. Es ist 8.30 Uhr. Schneibt noch immer. Ist egal. Jetzt schauen wir mal weiter, vielleicht hört es ihn auf. Das ist einmal der Rannstein. Schneiden wir jetzt nicht mehr. So, ab auf die Windgrube. Sehen tut man es jetzt nicht mehr. Mal beginnen. Jetzt auf. Richtig. Oben ist oben, oder? Höchstein war überhalb. Das ist der 35,5 Meter da angesagt. Das haben 50 bis 60. Jetzt lässt er gerade wieder ein bisschen nach. Ja. Das Schönleitenhaus hat nicht offen, also das war jetzt nur Spaß.
für die, die das nicht verstehen. Ich ziehe mich jetzt einmal um, drehe um und lasse den Höchstein weg. Jo. So, was sind die Hütten? Hinten. Schönleitenhütte. Ich gehe jetzt wieder zurück. Jo, es ist 10.30 Uhr, wir sind am Bergabweg, das passt. Irgendwie schneit es noch immer. Es hat sogar zugezogen. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas falsch gemacht beim Wetterbericht lesen. Ist egal. Ja, Windgrube haben wir gemacht. Afflenzer Bürger haben wir gemacht. Check, check. Höchstein war mir eigentlich schon klar, dass das nichts mehr wird. Jo, damit lassen wir es gut sein, oder? Hey ho, let's go.